Ich bin heute bei Ludwig Haas in St. Martin an der Raab, so am Ortsrand irgendwo. Hast du dein Atelier oder dein Wohnhaus? Heim. Du hast da auf Schwerpunkt Metallbildhauerei spezialisiert. Wann war das? Seit 1990, ja. Und habe ich mit dieser Technik. Mit dieser eigenen Technik, über die werden wir noch näher reden, wie das funktioniert. Das ist doch sehr eigenwillig. Aber wir haben gerade da angeschaut vom Bruckner Haus. Du hast da das Bruckner Haus teilweise, hast du da mit einer Großskulptur ausgestattet. Ist das im Eingangsbereich? Das ist ein neuer Eingangsbereich. Das ist, muss dazu sein, der erste Entwurf. Und da sehe ich mich im Freien, wie man da, das bin ich da, und wie man da arbeitet drauf, auf einem Teil, also aus drei Teile gemacht. Das ist ein ganz schöner Block, das. Ja, ja, und dahinter haben wir das auch versteift, schon vorbeugend, wegen Wärmeverzug, weil es geht mit irrsinniger Hitze da gearbeitet. Und man kann auch nur im Also wie viel Grad hast du da drinnen im Zentrum? Das, was man da am Weiß sieht, ist so ca. 6000 Grad und die Kerntemperatur ist 10.000 bis 12.000 Grad. Und man muss jetzt dazu sagen, wenn man jetzt das auf dieses Objekt umsetzt, ja, diese Struktur, ja, diese Rillen zum Beispiel, wie kriegst du die außer? Weil das ist ja ein Gesamtblock. Das ist ein Block, ja. Also müssen wir zu diesen Rillen hinkommen. Das ist so eine Graphitelektrode, die ist mit einem Handgriff. Im Handgriff ist auch die Luft- und der stromführende Kabel drinnen. Und mit dem, und ich zeichne im Stuhl, nicht? Weil das ist ein Graphit, mit dem kann man auch gut zeichnen. Und mit diesem Graphitstab, ohne das Material zu berühren, schmelzt sich da Stück für Stück oder Rille für Rille raus. Also immer mit Abstand. Immer mit Abstand. Also man darf nie vorstellen, das ist zu. Das ist komplett so. Immer mit einem richtigen Abstand, wo der Lichtbogen am stärksten ist. Wenn man zu nah ist, stirbt er fast ab oder bleibt er picken. Und wenn man zu weit weg ist, wird er unruhig. Geht er irgendwo hin. Man muss den Lichtbogen führen wie einen Strich. Ja. Ja, das ist so. Also, das ist komplett voll. Das wird an und für sich herausgebrannt. Herausgeschmolzen, sagen wir. Man sagt schmelzen dazu. So ist die ganze Skulptur immer von einem vollen Block ausgehend. Immer von einem vollen Material ausgehend. Die Stahlskulptur. Ne? Also das ist einer deiner größten Werke, oder überhaupt das größte, Nein. was du gemacht hast beim Böller, oder? Das größte Werk, da hältst du mir das einmal kurz. Ja. Siehst du, wie es das verzogen hat, trotzdem. Sieht man da die Kurve. Das alleine gleich richten und da bin ich bei, wenn ein Teil fertig und bei die losen Krätzen mit dem Meißel, muss man ganz wegtun, bevor es dann zusammengeschraubt wird. Ich lege das einmal da weiter weg. Das steht zum Tor zu Böhler. Da habe ich aus 23 Tonnen 15 Tonnen schwere Skulptur, die 5,5 Meter hoch ist. Steht vor dem Tor Böhlerberg. Ja. Ja. So, 2008 war das schon lange her. Aber das war, da habe ich sechs Monate gearbeitet, Montag bis Freitag, 10 Stunden jeden Tag. Sonst funktioniert das nicht. Da ist das ist schon mächtig. Das sind nicht so wie so kleine Figuren. Gehen wir zu den Kleinen hin, weil da können wir uns das besser vorstellen. Bis zu einer Tiefe kann man nur mechanisch spannabhebend mit Fräsen machen. Und mit dieser Methode gelingt es mir auch, aber das ist wahnsinnig schwierig, zum Beispiel bei diesem Mund von der
man muss ja das Material Du musst das Material herausbringen. Weg, dann halt rausblasen. Und das ist hochkompliziert, nicht? Weil du blaust dir dann einen Schuss schießt dir da selber an. Wir müssen auf die Idee kommen, das mit so einer Technik zu arbeiten. Also, der Reiz war, weil vorher ein bisschen mit Schmieden und ein bisschen mit Steiner. Und ich habe mir gedacht, Stahl, weil Stahl meine Liebe oder meine Profession ist, habe mir gedacht, Stahl genauso zu bearbeiten wie Holz und Stein, und zwar abtragend. Und das hat es nicht gegeben. Und dann habe ich in der Literatur nachgeschaut, da gibt es nur ein Buch, da steht von einem Belgier, es wäre reizvoll, wenn das technisch umgesetzt werden könnte. Und dann habe ich 1990 bei der Firma Lecker, die haben ja verschleißfeste Stähle gehabt, und die kann man nur mit dieser Methode bearbeiten. Da kann man nicht mit Gas und Sauerstoff beschneiden oder wegschmelzen. Das geht nur mit den Graphitstiften. Die haben das gehabt, das habe ich gewusst. Was Lecker in Fähring, ja. Das habe ich gewusst, dass die das haben. Und dann habe ich den damaligen Betriebsleiter, Leike Pschimme, sehr ein Feind von mir, der Pschimme. Ja, ein paar Dos. Ja. Und dann habe ich gefragt, Pschimme, da geht. Und dann habe ich gesagt, komm auf. Und dann haben sie mir gleich schon was vorbereitet und ich habe angefangen. Und die erste Arbeit, die ich gemacht habe, die steht da draußen, aber nur in Bronze, vorm Haus steht sie. Solar 1 heißt der. Aber an und für sich machst du das alles in dieser einen Technik? Nur in der Technik. Ja. Wenn man das anschaut. Da gibt's was ist jetzt der schwerer zum Arbeiten? Stahl schwerer zu arbeiten oder Bronze? Also, nur Stahl. Bronze ist ja. Ist ja wach. Nicht mit dem, sondern. Eine Bronze wird ganz anders gemacht. Eine Bronze, da nimmt man zum Beispiel, man nimmt da man gießt einen Wachsblock und nimmt sie die Steinmeisen, die Hohlsteinmeisen, und könnte man genauso da die Skulptur aus Wachs rausschnitzen. Du meinst, wenn man es dann gießt? Ja, und dann gebe ich es zum Loderer und der macht mit der verlorenen Form gestern mal eine Skulptur. Und ich habe außer. Aber der ist dann nicht in dieser Technik gemacht. Nein, das sind nicht so. Das sind alle noch. Sind alles Duplikate. Ja. Die in Bronze sind alles Duplikate. Also das sind Gossen. Das sind alle Gossen. Das sind Gossen. Ja. Sind nicht aus. Das ist der Unterschied. Also die sind herausgearbeitet aus einem Block. Ja. Und die sind Gossen. Man könnte mit der Methode kann man jedes leitende Material kann man bearbeiten. Ja, so. Ich will nur feststellen, dass das zwei unterschiedliche Techniken sind. Ist gegossen. Der eine ist aus einem Block heraus und das ist aus einer Form herausgegossen. Genau. Gibst du deinen Figuren einen Namen auch? Oder? Ja, es sind zum Beispiel, da gibt es das. Eigentlich Serien. Ich habe fast wenig Einzelarbeiten. Das sind alles Serien. Der gehört dazu zur Serie Kopf im Korsett. Das ist der Kopf im Korsett 2, das ist 1 und das ist Kopf im Korsett 3. Und das sind, da gibt es mehrere. Da gibt es die Mutter von Kopf im Korsett ist einfach so groß, die steht im Lager. Und ich finde das da hinten also eine ganz interessante Arbeit. Ja. Da. Also die Öffnung, ja. Was ist das? Die Öffnung. Öffnung. Das ist auch schon eine alte Arbeit. So, da bin ich an. 4-1. 2001. Auch 0-1. Ja, da kennt man natürlich technisch über alles Mögliche noch reden. Nein, das ist.
die Glottenflächen, wie kommen die zustande? Also die sind... ist das ein Block? Oder ist das eins, ja. Das sind aus der Originalplatte, das ist staubig ein bisschen, aus der Originalplatte ist mit Wasserstrahl so, so Diamantflächen rausgeschnitten worden und die habe ich dann wieder eingesetzt. Mhm. Haben eingesetzt, das ist so. Der, ja, das ist heißt ja der Kohenor. So. Gibt es einen berühmten Diamanten, das ist aber nicht so. Und da habe ich einen, da drinnen, was du für fotografiert hast, eine Stahlkirche. Das ist eigentlich eine Architekturarbeit. Das ist alles mehr oder schwer halt, weißt du? Und man muss sich vorstellen, das ist eine Kirche, das ist so symbolisch auf einem Berg gebaut, wo der Baukörper das Kreuz ist. Nicht die üblichen Kirchenbauten, die modernen sind eher sind eckig und. Und das ist quasi eine Stahlkirche, wo vorne der Architektur, halt, der Baukörper, das Kreuz ist. Und man geht da rein, innen, unten ist alles leer und man geht natürlich mit der Sicherheitsstirn oder mit dem Aufzug fährt man rauf. Und da ist der Chorbereich und da oben ist da für die Besucher und da schaut man dann in die Landschaft. Hinten auch ganz toll aus, nicht von hinten. Es ist eine tolle Struktur, nicht so eine richtige. Also da oben ist der Kirchenraum. Da ist der Kirchenraum. Der Kirchenraum und das andere ist ein Aufgang. Und das ist einfach der Aufgang, ja. Und der das Ganze tragt, ist, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber das ist zwei Bischöfe, habe ich schon gesagt. Ja. ich habe die. Der Baukörper ganz normal aus Beton, also Betonkörper, und die Fassade mit dieser Struktur, mit Stahlplatten. Ja, dass das ausschaut so wie da. Bringst du schönes Gewicht zusammen dann? Ja, bringst du auch. Aber seht ihr, in Sydney ist ja die Opa ja. Also mit Stahl, oder in Bilbao auch. Ja. Ne? Das war so nicht eine Spinnerei, aber so hat man einfach gereizt. Bei alle Kirchen, das war gerade die Gedanken mit der St. Martiner Kirche. Und ne? Wie schön ist das drum jetzt da? Kannst du nicht auch zwei Hände, ja. Das ist ein schönes. Ja. Dass Stahl so schwer sein kann. Der Kunstbischof Capillari ist in Pension gekommen. Die anderen müssen bei Kunst noch ein bisschen dazulernen, ja, soweit ich das immer wieder sehe, was in den Kirchen geschieht. Spannend wäre schön, wenn sich einer mal drüber traut über sowas. Ne? Das ist eigentlich das wie in Wien der Donnerturm. Ja, nur der Turm tun sie halt trinken und da darf halt nicht ein Porno trinken. Gut. Nein, das ist. Da kennt man mal Leute, das wäre schön. Da kann man natürlich unendlich rein. Allein genau, diese okay. Technik, um ja. Die richtig zu verstehen. Ja. Okay, dann alles Gute. Passt, danke.